unser Einkauf. Das ist der Bahnhof. Wie zum Teufel sollen wir jetzt in den Zug rein? Der Typ da hier vor mir, der ist auch richtig am Arsch. Yo, was geht ab, Leute? Was geht ab, Leute? Heute gehen wir zu World Club Dome. Es geht 3 Tage, das Festival. Ja, Mann, wir sind auf jeden Fall schon gehypt, dahin zu gehen. Ist ein elektronisches Festival. Das geht jetzt, wie gesagt, 3 Tage lang. Und jetzt fahren wir erstmal nach Frankfurt zu Kuppels. Da schlafen wir auch. Weitere seht ihr auf jeden Fall dort. Ja, Mann, das wird auf jeden Fall richtig geil. So, Boys and Girls, keine Raucherpause. Dann fahren wir durch. Wir brauchen 2,5 Stunden. Jetzt brauchen wir noch 2 Stunden, kurze Raucherpause. Schon nach einer halben Stunde. ja, Mann, wir fahren dann durch. Vergesst auf jeden Fall das Video nicht zu liken. Kommentieren könnt ihr natürlich auch. Ja, Mann. Und der Ticketpreis für das World Club Dome beträgt 220 Euro ungefähr. Für alle 3 Tage. Also da kommt man nur rein. Man hat nichts extra. Doch, man hat Zug. Man kann mit dem Zug kostenlos dann fahren. Was heißt kostenlos? Man kann halt dann mit dem Zug fahren. Aber ansonsten ist das Ticket, kann man nur rein. Also drinnen kriegt man nichts umsonst oder so. Und das sind Frontstage-Tickets. Also wir können ganz vorne stehen. Es gibt so verschiedene Karten. Man kann dann nur ins Mittelfeld reinkommen. Aber wir sind ganz vorne. Ganz vorne sind wir. Bei den DJs ganz vorne, so gesehen. Ja, Mann. Und bei der Middle-Stage-Karte, da ist so in der Mitte abgetrennt. Also das lohnt sich eigentlich gar nicht mit den Middle-Stage-Karten. Deswegen lieber, ich weiß nicht, wie viel die mehr kosten, 50 Euro oder so. 80 Euro. 80 Euro. Aber lieber das mehr ausgeben, aber dann richtig genießen. Jo, jetzt sind wir hier angekommen. Jetzt müssen wir in Kaufland. Für die 3 Tage müssen wir jetzt einkaufen. Und wir haben bis jetzt Bananen. Ein bisschen schnelle Energie. Ja, man, ihr seht nachher auf jeden Fall, was wir alles einkaufen für die nächsten 3 Tage. Wird auf jeden Fall nicht so gesund sein. Ja, man, bis gleich. Das ist unser Einkauf. Ab hier fängt es an, mit den Socken sogar. Ah, ne, doch nicht. Okay. Das ist unser Einkauf. Der andere Alk liegt da hinten. Welcher Alk? Ne, hier. Hier liegt alles. hier liegt ganzer Alkohol. Dann Dosenessen natürlich für den Schnellhunger. Alles Fertiggerichte. Muss man auch mal 3 Tage sein. Das sind 178 Euro. Geht eigentlich schon fit. Wir sind insgesamt 6 Personen. 178 Euro. Geht schon. Wir waren noch ein bisschen shoppen. Wir haben jetzt extra für das Festival Schuhe geholt. Ja, Mann, die freshen Schuhe. Finde ich eigentlich echt geil. Ja, Mann, die sehen schon richtig nice aus. Eigentlich wollte ich die haben, aber dann hat die zuerst gesehen. Ich glaube 150 haben die gekostet. Ich habe jetzt noch so Air Max geholt. Die hier. Zum Raven. Auf jeden Fall richtig gut. 140 waren die. Haben die gekostet. Also geht auf jeden Fall. Sieht fresh aus, man. Kann man gut damit abgehen. So, wir sind jetzt angekommen. Ja, Mann, wir gehen jetzt gleich in die Mainstage. Ihr werdet gleich sehen. Ich hoffe, ihr hört alles. Ihr werdet gleich alles sehen. Das hier, was ihr hier seht, ist nur so eine kleine, also zum Stimmung machen. Ja, Mann, let's go. Okay, wir sind da. Front, let's go. Front fucking stage, Alter. Let's go. Alter, Alter, geil. Hier ist Front Stage, also man kann bis ganz nach vorne hingehen und infield, die Karten sind billiger, aber das lohnt sich ohne Witz gar nicht. Ich hoffe, ihr hört uns. Ja, Mann. Infield, seht ihr den Zaun da hinten? Warte, da hinten. Das ist Infield. Bis dahin können nur die Leute, die, keine Ahnung, 60 Euro weniger Geld ausgegeben haben. Ja, Mann, das sollten wir euch mal zeigen. Okay, weiter geht's. Marshmallow, ihr kennt, ja. Wisst. Ja, Mann. Damals war ja ein Event in Fortnite. Nachher, wir sehen ihn live. Marshmallow, kennt ihr den?
die erste Runde World Cup Dome ist vorbei. Das, war, das waren jetzt, glaube ich, nur 4 Stunden. Wir waren auch, wie man uns kennt, ein bisschen zu spät dran. Jetzt sind wir aber von 13 Uhr bis 23 Uhr da. Also morgen geht es auf jeden Fall länger. Heute war es jetzt auf jeden Fall die erste Runde. Aufwärmen. Morgen geht es auf jeden Fall richtig ab. So Leute, nächster Tag angekommen. Jetzt gibt es erstmal Dosen essen auf die Schnelle. Aber sieht eigentlich ganz fresh aus. Ja, Mann. 5-Sterne-Menü. Ja, Mann. Dann auf jeden Fall phrasen wir jetzt erstmal was und nachher geht's wieder ab auf die Party, Mann. So, jetzt müssen wir uns hier anstellen. Hier ist der Eingang. Alle stellen sich hier an, aber wir versuchen irgendwie an der Seite uns durchzuquetschen. Ja, Mann, so sieht's aus. Wir sind jetzt auf der Pool Station. Hier, pures Techno. Hier ist der Pool. Da kann man rein, wenn man will. Sind auch ein paar Leute drin. Aber ich muss ehrlich sagen, das Wetter spielt jetzt nicht so mit. Also, ist schon geiles Wetter, aber nicht halt warm, um in den Pool zu gehen. Der zündet sich hier genüsslich eine Kippe an. Ey, was wünscht ihr, Alter? Ja, Mann, und hier Techno pur. Geil. So sieht das von oben aus. Jetzt natürlich noch ein bisschen leer, jetzt ist noch am Anfang. Das hat er so aufgemacht. Ja, Mann, so sieht das Ganze von oben aus. Nachher wird das hier alles noch voll sein. Was sagst du dazu? Geil. Wir gehen jetzt nach Hause, hier einfach der Menschenmasse hinterher, mal von oben. Ja, Mann, jetzt brauchen wir auf jeden Fall 40 Minuten oder so, danach gibt es noch Instant-Nudeln. Ja, Mann, müssen wir irgendwie in den Zug reinkommen, hier ist alles voll mit Menschen. Wir stehen auf der Treppe, wir kommen gar nicht in den Zug rein. Das ist katastrophal, Zombie-Apokalypse. Also hier die Treppe und oben ist auch alles voll. Ich zeig's euch mal. Ich zeig's euch mal. So sieht es oben aus. Das ist der Bahnhof. Wie zum Teufel sollen wir jetzt in den Zug rein? Zug fährt jetzt endlich. Hier alle schon am Arsch. Der Typ da hier vor mir, der ist auch richtig am Arsch. Der ist richtig am Arsch. Guckt ihn euch nochmal an. Der ist richtig am Arsch. So, dritter und letzter Tag ist angebrochen. Ja, Mann. Jetzt gehen wir zur Poolstage. Lauf gerade dahin. Chillig. Ja, Mann, hier. Warte, ich film's euch mal. Hier kann man überall essen, so. Hier sind viele Menschen wieder, wie man es kennt. Da hinten gibt's überall Essenstände. Burger, Bratwurst, Ritzwurst, alles, was euer Herz begehrt. Döner gibt's hier sogar, sehe ich gerade. Döner, aber? Ja, Mann, Döner da hinten. Ach so, egal, ich hab eh keinen Bock.
Mann. Da ist eine Stage da hinten, die große. Da kommt nachher Capital Bra. So, jetzt sind wir hier auf der Pool Stage angekommen. Ja, Mann, wir haben es ja gestern schon gefilmt. Aber jetzt sind wir wieder hier. Hier ist bis jetzt am meisten los. Ja, Mann, ich hoffe, ihr versteht uns alle gut. Aber hier ist auf jeden Fall, wie gesagt, die Pool Stage. Würde das Wetter noch richtig heiß sein, würden die hier auch im Pool liegen. Ja, jetzt sind schon mehr Leute im Pool drin wie gestern. Ja. Der nächste DJ wird angeflogen. Jetzt sind wir noch draußen, wir sind noch beim McDonald's, kurz bisschen was phrasen, weil uns zukommt erst in 45 Minuten und 40 Minuten und da drinnen, sieht man jetzt nicht, der hat gerade abgeraved. Der raved in McDonald's ab. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Ja, Mann, das war's mit dem Video. Wir sind zu Hause angekommen. Sind eigentlich alle noch gut fit nach den 3 Tagen. Viel zu kurz eigentlich, das ging immer, also wir waren immer von 15 Uhr oder so da, 15 Uhr bis 23 Uhr, eigentlich viel zu kurz. Ich hätte jetzt nochmal 3 Tage Party machen können. Ja, Mann, und wie gesagt, gebt dem Video einen Daumen nach oben da, kommentiert fleißig, ihr wisst Bescheid, wie das läuft. Ja, wie fandet ihr es? Fanden nur wir das gut oder auch ihr? Dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Video. Peace. Oh shit, man!